Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja Leute, eins vorneweg, wir befinden uns einmal mehr für dieses Video auf dem Testserver. Das bedeutet, sämtliche Ressourcen und Equipment, das ihr hier seht, gehört nicht mir, sondern Plarium. Es wurde mir ausschließlich zur Verfügung gestellt zu Testzwecken, damit ich dieses Video für euch machen kann. Heute besprechen wir den Revoker. Was das ist und was der kann, das erfahrt ihr nach dem Intro. Der Revoker ist eine Nahkampfwaffe, die je nach Rang und Level zwischen 1355 und 8250 Schaden pro Schuss und Magazin macht. Die Maximalreichweite liegt je nach Rang der Waffe zwischen 30 und 39 Metern und kann über das legendäre Revoker-Reichweitenimplantat vergrößert werden. Das Magazin umfasst einen Schuss und die Idealreichweite der Waffe liegt je nach Rang zwischen 20 und 26 Metern. Eins vorneweg, das hier ist jetzt eine sehr kleine Variante mit einer Energiekapazität von 8. Inwiefern die Waffe also Endgame-tauglich sein wird, lässt sich nur vermuten. Da müssen wir wohl auf die größeren Kaliber warten. Was an der Waffe allerdings unfassbar faszinierend ist, ist die Spielmechanik. Also passt auf, das Projektil der Waffe besteht aus einer Harpune oder einem Pfeil, wie auch immer ihr wollt, die an einem Seil befestigt ist. Nachdem man den Gegner getroffen hat bzw. geschossen hat, wird die Harpune über das Seil wieder eingeholt und ihr könnt direkt erneut schießen. Das bedeutet, dass es sich beim Revoker um die erste Waffe im Spiel handelt, bei der die Reloadzeit der Waffe von der Entfernung zum Gegner abhängt. Je weiter ihr vom Gegner weg seid, desto länger braucht ihr, um die Harpune wieder zurückzuholen. Je näher ihr am Gegner seid, desto schneller geht das und desto schneller könnt ihr erneut feuern. Steht ihr einem Gegner also direkt bzw. auf wenige Meter gegenüber, könnt ihr mit dem Revoker quasi Dauerfeuer schießen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das genial und abwechslungsreich. Im Early- und Midgame wird die Waffe auf jeden Fall hervorragend performen. Sie spielt sich am besten auf Schnellmechs wie Surge, Eclipse oder Redeemer. Ich schätze, die Waffe wird durchaus auch Endgame-tauglich sein. Ich ordne sie irgendwo zwischen Repeater und Fragment Gun ein. Sie hat natürlich auch Nachteile. Der Aim Assist hier ist wirklich sehr, sehr schwach und sie verteilt auch keinen Flächenschaden. Aber für jemanden, der einfach mal was Neues ausprobieren möchte, etwas Unkonventionelles, dem kann ich diese Waffe nur wärmstens empfehlen. Wie gesagt, ob die Waffe schlussendlich sogar besser sein wird, als ich sie jetzt hier gerade einschätze, oder ob ich mich hier komplett irre und die Waffe am Ende Crap ist, müssen wir abwarten. Wir müssen gucken, wie es aussieht, wenn die 12er und 16er Varianten der Waffe auf den Markt kommen. Bis dahin, lasst mir mal eure Meinung zu der Waffe da. Wie findet ihr das Handling bzw. die Spielmechanik? Und wie schätzt ihr das Ganze ein? Wird die Waffe endgame-tauglich oder vielleicht eher doch etwas, das ja nur so im Early- bis Midgame Verwendung finden wird? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.